Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von. Ich mach mal meine Bildschirme heller. Irgendwie ist das irritierend, dass die beiden äußeren, also dass die OBS so dunkel ist. Ja, das sieht dann schon. Oh, Alter, okay. Der Bildschirm ist jetzt super. Also, der Bildschirm ist super hell. Hab ich da eine. Warte. Ich hab doch so ein schwarzes Fenster. Ich kann einfach eine Terminal öffnen, ganz ehrlich. Terminal und dann, wie war das? Ah, ja, wunderbar. Das ist das Geil unter Linux. Warte kurz. wo kann ich das am besten zeigen? Ich glaube, ich kann es gar nicht. Doch, ich kann Workspace. Warte. Mittlerer Bildschirm. Immer rechter Bildschirm. Bam. So, jetzt habt ihr OBS. Hier, OBS. Und jetzt kann ich ein Terminal nehmen. Also, das geht mit jedem Fenster, aber Terminal ist praktisch, weil es schwarz ist. Das klang halt schon wieder super rassistisch. Egal. ich kann jetzt die Fenster nehmen und kann, wenn ich Alt und dann das Scrollrad nehme, kann ich von jedem Fenster die Transparenz einstellen. Und damit kann ich das einfach. Warte kurz. Achtung, jetzt ist gleich sehr hell. Versuche ich gerade. Wo ist denn. Warum habe ich hier so viele Dinger? Linker Bildschirm. Linker Bild, da. Bam. So. Ich habe jetzt hier das weiße Fenster, super hell. Und kann jetzt da quasi einfach das Terminalfenster Vollbild drüber machen und dann etwas transparent machen. Und schon sehe ich, was im Ordner abgeht, ohne dass der Bildschirm hell ist. Für mich. Ist das nicht genial? Ist das nicht das, was Technik ausmacht? Digi? The Power of Linux. Ich glaube, sowas gibt auch, also das mit diesen Transparenz einstellen, gibt es auch für Windows als Drittsoftware. Ist aber super inperformant. Wenn du sowas machst, bricht super schnell die gesamte Desktop-Performance zusammen. Sobald du irgendwie so 10, 20 Fenster offen hast. Unter Linux, dadurch, dass es eh alles Compositing ist, ich kann 100 Fenster offen haben, die alle Transparenz haben. Und in dem Moment, wo ich ein Fenster verschiebe, kann es sein, dass es etwas CPU-hungrig wird. Aber normales Arbeiten problemlos möglich. So. Jetzt habe ich vollkommen vergessen, was wir gerade gemacht haben, weil ich mich gerade super auf das konzentriert habe. Sehr geil, Ronny. Genau, wir haben gerade die Schränke ausgeräumt. Da war ein Monster, das haben wir umgebracht. Da ist Stuff, den wir nicht mehr haben wollen. Weißt du was? Den Kleber nehme ich trotzdem mit. Und da liegen auch noch Sachen rum. Und ich höre immer noch Stimmen. Ich hatte hier doch gerade noch was gesehen, was Grünes. Nee, okay. Ach, nochmal eine? Ernsthaft? Digga. Also Dual Handling ist ja in Ordnung. Alter, was dieses Fleisch im Hintergrund. Dual Handling ist ja in Ordnung. Aber drei Pistolen? So, was hat dieser Schalter jetzt gemacht? Das Symbol. Wo war der Raum? Da kommen wir gar nicht mehr hin, oder? Doch, da müssen wir noch hinkommen. Da müssen wir doch wieder in den ersten Raum. Deprimiert. Oh, Alter, ich blinkt, Alter. Party. So. Wir haben jetzt gerade den Schlüssel geholt, den wir brauchen für was eigentlich? Nee, was haben wir gerade geholt? Ey, was haben wir gerade gemacht? Wir haben gerade eigentlich nur diesen einen Raum geöffnet. Aber ich dachte, der Raum war Bonus. Oder nicht? So, sind also wieder Monster nachgespawnt. Ey. Was für eine Munitionsverschwendung hier. Ja. Oh, nein. Ihr Schweine. Ganz ehrlich. Hier, komm. Das noch einer?
Wobei ich halt mein Sledgehammer mal nicht so sehr verschwenden möchte, wisst ihr? Andererseits verschwende ich halt die Munition, so. Das ist halt beides kacke. Aber gut, ich meine, jetzt haben wir noch einen Sledgehammer übrig. So, die Tür ist leider immer noch zu. Ich dachte, die geht's auch viel auf. Hat sich nichts geändert, ne. Okay, schade. Ich verstehe aber nicht, wofür dieser Raum ist. Ist es wirklich einfach nur Easter Egg, weil er da irgendwelche Sprüche klopft, oder was? Oh, wie süß. So, gucken, ob draußen wieder Viecher nachgespawnt sind. Ob alles in Ordnung ist. Sieht aber eigentlich alles gut aus. Wir haben noch 13 Schuss plus die 4 Schuss, die wir gerade geladen haben. Also 17 Schuss. Aber ganz ehrlich, dadurch, dass wir eh noch einen Sledgehammer übrig haben, ich glaube, wir nutzen wieder verstärkt den Sledgehammer. Die Munition ist mir irgendwie ein bisschen zu schade, weil ich halt nicht weiß, was da noch kommt. So von der Stärke her, der Monster. Das. Ich. Aber. Halt mal hauen hier! Gut, ich sollte vielleicht erst den Sledgehammer ausführen und dann rausgehen. Jedoch. Ist aber immer noch so stürmisch. So, wir müssen jetzt wieder in den ersten Raum rein. So, kann ich irgendwas ablegen? Eigentlich nicht wirklich. Wobei doch, dich kann ich ganz ehrlich ablegen. Ich nehme mal 3 mit und die restlichen. So, wir haben ja auch noch hier so ein Hilf-Kit-Paket-Ding. Sollte also alles die gereichen. So, jetzt haben wir wieder 40 Kilo frei. 40 Pfund. Ich hoffe nur die Sachen, die spawnen hier nicht irgendwann. Aber ist eigentlich unter Doom kein Ding, dass Sachen einfach die spawnen. So, wir haben jetzt also den dritten Bereich, haben wir jetzt komplett abgeschlossen. Jetzt gehen wir nochmal hier in den ersten Bereich rein und für diesen einen Raum, wo ich keine Ahnung habe, wie wir da hinkommen. Der war hier hinter irgendwie, ne? Aber wie kommen wir da hin? Ganz oben durch kommen wir ja nicht mehr, weil sich da die Tür geschlossen hat. Oh. Die Tür ist wieder offen. Aber ja, dadurch, dass wir alle direkt rumlaufen, kommen wir da halt nicht rein. So, das funktioniert nicht. Von daher. Wieder was nachgespawnt? Nee, ne? Sieht nicht so aus. So. Wir müssen jetzt mal den gesamten Weg, den wir gegangen sind, backtracken. Da war der Raum, das heißt, wir kamen von da. Genau, hier waren die ganzen Gefängniszellen oder was auch immer das darstellen sollte. Ach ja, wir kommen ja gar nicht mehr hoch. Momentchen mal, das heißt, wir müssen durch die Frau noch mal durch. Das klingt jetzt sowas von pervers. Was?
Oder war die Tür hier? Nee, hier war sie nicht. Nee, nee, die war oben. Das ist ja jetzt Bullshit. Was zur Hölle? Kommt man da echt nicht? Kommt man da echt nicht hoch? Ja. Man kann doch unmöglich verlangen, dass ich da noch mal durchgehe. Weil da warten jetzt alle fünf Frauen auf uns. Obwohl, vielleicht war doch nur die ersten beiden. Und die anderen drei sind immer noch hinten. Dass sie quasi wirklich getrennte Gruppen sind. Dass vorne immer nur zwei sind und hinten immer nur drei. Aber trotzdem, die beiden laufen da direkt rum. So, ich krieg die halt niemals so weit auseinandergedrängt, dass ich da durch kann. Ja, aber hier gibt es definitiv keinen Weg nach oben. Okay, dann müssen wir noch mal. Oh, das ist ja behindert. Das ist ja richtig schön behindert. Hier gab es ja auch nichts, nee. Nee. Oh, Alter. Da bin ich mal gespannt. Zur Not. Ganz ehrlich. Ich mache jetzt eine Deadline. Ich gebe ihm 20 Minuten, da durchzukommen. Und wenn das nicht klappt, dann God Mode. Ein für alle Mal. Denn das mit den Frauen geht mir darum, halt echt hart auf den Sack. Also wenn ich das Spielschema überlegt hat. Okay, sind nur die zwei. Ja, aber siehst, ich habe keine Chance, die beiden wegzuleiten. Wie soll das funktionieren? Und so wie die jetzt steht, reicht es nicht aus. Ich muss wenigstens dafür sorgen können, irgendwie, dass beide entweder links da im Gang stehen oder rechts im Gang. Aber wie soll das gehen? Wenn ich jetzt einfach hier so rumlaufen lasse? Vielleicht einfach Zufall? Ja. Oh mein Gott, es funktioniert. Ich bin der größte Gott, den es gibt auf dieser Welt. Betet mich an. So, die müssen jetzt sie müssen mir jetzt beide folgen, oder? Nein, nee, müssen die eigentlich nicht. Eigentlich muss ich nur schnell genug sein. Sorry, aber Speichern muss jetzt sein. Ich, überlasse ja nichts bei dem Zufall. Oh Gott. So, jetzt wird's spannend. Und zwar hier. Wie schaffe ich es, dass ich alle drei an einem Fleck habe? Okay, also zwei stehen schon mal. Alle drei sind da. Boah. Digga, was ein Glück. Alle drei sind da. Achso, nee, ist gar kein Glück, ist normal. Weil eben dadurch, dass ich da hinten rumgerannt bin und das der Ort ist, der dem am nächsten ist, ist logisch, dass alle drei dahin rennen. Ich schon wieder. Gut, das macht die Sache natürlich ultra einfach. Leute, die Tür da hinten ist zu. Wir kommen da gar nicht mehr hin. Ah, der ist wieder offen. Lol. Kommen die mir jetzt hinterher komplett, wenn ich die offen lasse? Warum ist das Gitter wieder offen? Das ist ja geil. Alter, ich habe gerade einen riesigen, also nicht Herzinfarkt, aber so diese Erkenntnis. Scheiße, wir haben noch die Tür hier zugemacht. Oder haben wir die gar nicht zugemacht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Tür zugemacht haben. Mit diesem Schalter.
Kann es sein, dass in dem Moment, wo wir den Schlüssel da geholt haben, also in dem Moment, wo wir quasi, wo geht's denn lang? Folgen wir uns eigentlich? Nee, ne? Ne, die folgen uns nicht. Ja, die kommen mir nicht hinterher. Ja. Okay, die kommen mir definitiv nicht rein. Da brauchen wir die Tür also auch gar nicht schließen. Das ist in dem Moment, wo wir quasi diesen Schalter umgelegt haben, der... Warum immer diese Tür ist. Der... Ach, der diese Tür geöffnet hat, dass er damit auch gleich die andere Tür nochmal geöffnet hat. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Oh, Revolver. Wir haben die fucking Revolver. Jetzt können wir hier diese Munition benutzen. Oh mein Gott. Digga, wir haben so viele Waffen. Verfluchter Fick. An extremely powerful handgun. Dann können wir die jetzt wirklich wegschmeißen. Weil erstens haben wir für die gerade mal 14 Schuss. 7 geladen, glaube. Und hier nochmal 7. Aber ich nehme die erstmal mit. Und dann werden wir jetzt den nächsten Gegner erstmal damit erschießen. Ich glaube, das macht Sinn. Dann lasse ich dich mal da und du kommst dafür nach da. So. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Was war das? Ach, da unten. Ach, das ist jetzt hier dieser zweite Bereich, ne? Also wir sind jetzt hier quasi in dem Bereich, in den du reinkommst, wenn du... Hallo? Wenn du hier geradeaus weitergehst. In der mittleren Zone quasi. Oha. Kann ich hier durchschießen? Ja, ich kann durchschießen. Wenn die mal stehen bleiben würden. Haha. Nice. Aber später schon mal ein bisschen weniger Gegner an der Stelle. Das ist auch manchmal ganz praktisch und gut zu wissen und überhaupt... Wow. Oh, da geht's runter. Will ich da runter? Ich gehe erstmal den anderen Weg. Warum geht's da runter? Will ich da runter? Oh Gott, hier gibt's auch nochmal einen Weg. Oh, Leute. Oh, ich habe ein ganz dummes Gefühl. Ich glaube, wir müssen hier nochmal lang. Einmal um da lang zu gehen und einmal um hier lang zu gehen oder so. Ja, hier geht's auch runter. Oh, fuck my life. Okay, dann gehen wir erstmal den Weg hier. Guck mal, wo der hinführt. Das ist der Bypass. Hier kommt man nicht durch. Man kommt normalerweise von dem anderen Weg. Da hinten sieht man ja dieses Gitter, ne? Diese Tür. Von da kommt man normalerweise. Und man kommt hier nicht durch, weil... Offensichtlich. Und man kann diese Viecher aber erschießen. Aber um das gute Ending zu erlangen, darfst du sie halt nicht erschießen. Und musst das Ganze hier mit bypassen. LOL! Jetzt wissen wir, wie wir diesen Tunnel erreichen. Also müssen wir hier auf jeden Fall nochmal lang. Und jetzt gucken wir erstmal, was im anderen Gang ist. Hier. Was ist hier? Achso, das ist das, was wir gerade gesäubert haben. Oh Gott. Was ist das hier alles? Ich höre Schritte und alles bewegt sich und... Oh, was ist das hier alles? Ist auch mittlerweile schon alles so lange her. Ich kann mich halt ja an nichts erinnern. Also ich weiß, ne, wie grob hier alles aussah. So mein fotografisches Gedächtnis funktioniert zwar,
Und wenn ich die Sachen sehe, erinnere ich mich daran. Aber es ist trotzdem alles so. So anders gerade. Also ich weiß halt trotzdem nichts anzufangen. Völlig überfordert. So, gehen wir jetzt nach da oder nach da? Okay, da ist eine Tür. Türen sind dazu da, um geöffnet zu werden. Ha! Hab dich besiegt. Oh, aber er hat trotzdem schon Schaden abgeknüpft, ne? Na gut. Oh, hier haben wir nochmal so eine Pillen bekommen. Gott, der hat mittlerweile so viel Stamina. Hey, nimm. Du sollst die nehmen, du Affe. Was ist denn los mit dir? Hier geht's auch nochmal weiter. Ach, das ist der hier. Das ist der Weg, den wir vorhin genommen haben. Also. Ganz am Anfang, also das hier ist der Eingang. Ja, genau. Something is blocking the way to the mines. They have filth. They have defiled this entire building block. Ach, er dachte gerade, wir kommen rein. Ich glaube, wir gehen gerade falsch rum. Ja, und der Strom ist weg. Das heißt, wir haben die Hauptaufgaben gelöst. Wir können jetzt quasi gehen. Und damit ist dann das Kapitel auch abgeschlossen. Gut, wir müssen halt nochmal durch die Frauen durch. Das, an den Frauen vorbei. Ihr wisst, was ich meine. Was war hier? Ja, hier waren wir noch gar nicht. Hä? Wieso sind da... Die haben wir doch bereits erledigt, oder nicht? Wartet kurz. Hatten wir die nicht erledigt? Die hatten wir doch erledigt gehabt. Sind die auch alle wieder respawned oder was? Na komm. So, die andere ist jetzt auch wach. Na komm. Hey, hey, jetzt haben wir wenigstens wieder diesen Sledgehammer, womit wir wieder, ne, ordentlich angreifen können. Komm her, Mädel. So. Sehr geil. Wir haben warum auch immer Hunger. Geil. Drei Brote direkt trocken. Ohne Butter, ohne alles. Mm. Und das ist die nächste. Jawohl. So, eines haben wir noch da. Aber wir hatten doch den Bereich hier bereits gesäubert gehabt. Oder bin ich dumm? Oder einfach beides. Ich meine, schließe ich ja nicht aus, ne? Haha. Wäre noch schöner. Bäh. Danger. So, hier ist ein Schalter. Wenn ich den öffne, gehen garantiert diese beiden Türen auf, oder? Das könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich nehme also schon mal meine
Boah, Alter, wir sind fast tot. Hä? Wo ist denn das passiert? Ich habe mich doch gerade erst hochgeheilt. Warum bin ich schon wieder fast tot? What the fuck? A very increasing health. So, haben wir eine Spritze benutzt? Haben wir doch irgendwas, was Health generiert? Regeneriert, meine ich doch. Provide Stamina Boost, Damage. Let's go. So. Okay. Okay. Ah, okay, geht's wieder hier lang. Ah, gut, okay. Ja, gut. Das heißt, dann haben wir tatsächlich alles geschafft. Hier geht's. Ah, genau, hier ist der. Oh, diese Möglichkeit, die hätte ich beide vergessen. Burn the fuckers. Solve the connections. Leiterflut ist da hinten. Ach, ja. Ein Rack, ein Empty Bottle und Something Flammable, Leiterfluid, ist da hinten. Molotov Cocktails. Das heißt, man kann die also damit besiegen, dass man sie verbrennt. Aber, ich meine, die sehen schon geil aus, muss man schon ganz einfach sagen. Ich meine, guckt sie euch an. What the fuck? Die sehen schon echt geil aus. Aber. Achso, warte mal kurz. War hier noch ein Gang? Nee, war nicht. Okay. Aber das ist das Ding, wo wir für lang gelaufen sind. Der Weg da. Das heißt, wir werden jetzt unseren Stuff holen. Gucken, was wir davon behalten wollen. Weil, ne, 180 Kilo. Pfund. Oh, das ist hier der falsche Weg. Und dann werden wir tatsächlich. Hä, wo geht's nicht lang? Wo bin ich hier gerade? Müssen wir hier lang? Wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann werden wir nochmal bei den Damen vorbeigehen. Oh, warum ist da diesmal eine Spinne? Alter! Wo kommt die denn auf einmal her? Alter, ach, come on. Aber zum Glück. Kein hoher Verlust, nur ein bisschen Bleeding. Aber wo kommen die her? Was ist das hier für ein Ort? Wo sind wir hier? Hä? Hä, das ist doch der Eingang. Sind die hier gerade ernsthaft gespawnt? Das ist so hinterhältig in diesem Spawn. Ja. Ja, das ist hier der Eingangsbereich. Okay, gut. Dann, ja, wie gesagt, gehen wir, holen wir unseren Stuff. Gucken, dass wir unter 180 Kilo bleiben. Pfund. Und dann beenden wir diese. Kapitel. So. Von daher. Bis zur nächsten Folge.